Schwäbischer Rundfunk, Schaden an sich. Der Hitparaden-Rückblick. So, und gerade eben noch habe ich unseren Gewinner erreicht. Ich sage schon Gewinner. Obwohl er natürlich jetzt offiziell noch erstmal die Lösung durchgeben müssen muss. Wir sprechen mit wem? Hallo? Ja, hallo, Aremo Fabian hier von Recht. Der Aremo Ich komme durcheinander, wenn die Leute ihre Nachnamen zuerst sagen. Darf ich Fabian sagen? Ja, Fabian, jawohl. Gut, dann darfst du Volker sagen. Ja, gut. Wie alt bist du? 20. 20, okay. Ich bin älter, aber ein bisschen, ich sag nicht wie viel. Okay, ja, wie bist du so reingekommen ins neue Jahr? Oh, ganz gut. Ja? Ja, ziemlich feucht. Feucht fröhlich? Jawohl. Okay, dann hast du die ersten Vorsätze vielleicht schon gebrochen. Hast du sonst irgendwas vorgenommen, was passieren soll in diesem Jahr? Ich krieg's sowieso meistens nicht eingehalten, also nehme ich mir gar nicht so. Ja, du bist ja sehr pessimistisch. Ja, das denke ich ein bisschen selber. Okay, was musst du denn sonst so machen in diesem Jahr? Fertig mit meinem Studium werden. Ah ja, ist das angedacht? Musst du da so Abschlussprüfung machen? Ja, ich habe jetzt noch im Januar kommenden Wochen 9 Prüfungen und dann habe ich ein halbes Jahr Praktikum und dann bin ich fertig. Wie viel? 9 Prüfungen? Ja. Oh, Mensch, und dann hast du Zeit hier noch nebenbei Hitparade zu hören, das ist schon mal ganz gut. Was studierst du denn? Bauleiter und Bauzeichner. Gut, und wie schwierig sind da die Prüfungen? Ich denke mittelmäßig. Schwieriger was, ja. Also du meinst, du hast das im Griff und schaffst das alles? Ja, bis jetzt auf jeden Fall immer. Gut, und wie geht's dann genau weiter? Danach bin ich, also ich denke mal, dass ich mein Diplom dann so ungefähr Juni, Juli bekomme und dann fange ich an mit Arbeiten. Okay, also da wird im Juni, Juli nochmal richtig gefeiert, feucht fröhlich, wie man das vom Fabian kennt. Jawohl, ich weiß es doch. Und dann beginnt endgültig der Ernst des Lebens, es wird viel Geld verdient. Genau. Und es wird die Wirtschaft unterstützt, die braucht es dringend. Ja, ungefähr. Gut, wunderbar. So, jetzt welches Jahr suchen wir? 1989. Jawohl, 89. Also es haben viele geraten, der ein oder andere hat auch daneben geraten, aber das macht es ja auch ein bisschen aus, wenn man nicht immer alles googelt, sondern auch im Hinterkopf mal ein bisschen guckt, was da noch an grauen Zellen vorhanden ist. Hast du gegoogelt? Jawohl. Was hast du denn eingegeben? Was habe ich eingegeben? Ich bin bei Wikipedia ProSieben suchen gegangen. Bitte was? Ich bin bei Wikipedia, bin ich das Sendejahr, Sendebeginn von ProSieben suchen gegangen. Ah, ProSieben, okay. Und da stand 89. Und dann habe ich geguckt, ob das übereinstimmt mit George W. Bush. Also nochmal gegengecheckt. Genau. Ja, das alles richtig gemacht. 89, richtig. Was willst du jetzt gewinnen? Was gibt's denn? Was gibt's denn? Ach, wir haben ja noch ein paar CDs, die wir so mal loswerden müssen. Hier zum Beispiel diese Bushido-CD, die geht nicht weg hier. Das ist hängt schon jenseits von Gut und Böse. Bushido will keiner. Ich meine, das spricht vielleicht für den Hörer an sich, aber du könntest aber auch Coldplay haben oder Chris de Burgh, Kanye West, Lenny Kravitz, Evanescence. Evanescence, du wolltest eigentlich einen Titel von Evanescence haben. Ja, genau. Dann nimm doch die CD. Ja, nehme ich dann auch. Ja? Gut, dann gewinnst du Wind Up von Evanescence. 89 waren die noch nicht bei uns in der Hitparade erfolgreich. Deshalb hast du dir einen anderen Titel rausgesucht. Ja. Was sollen wir so spielen? Das war das Lied von U2 gewesen. U2, Wish Desire. Richtig. Kommt jetzt. Fabian, alles Gute für die Prüfung und danke fürs Mitspielen. Jawohl, danke schön. Ja, ciao. Tschüss.